Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin Sophie und ich bin aktiv bei TV Stutt 3. TV steht für Tarifvertrag, Stutt der studentischen Beschäftigten und 3, weil es sich jetzt um den dritten Tarifvertrag handelt, den wir zu erkämpfen suchen. Ja, also wir befinden uns mittlerweile im Arbeitskampf. Die studentischen Beschäftigten hier an den Berliner Hochschulen haben seit sage und schreibe 17 Jahren keine Lohnerhöhung bekommen. Und das bedeutet aufgrund der Inflation einen Reallohnverlust von 30%. Das muss man sich mal vorstellen, dass die studentischen Beschäftigten hier vor 17 Jahren ungefähr ein Drittel mehr verdient haben und es seitdem keine Erhöhung unserer Gehälter gab. Es gab dann mit den Berliner Hochschulen 5 Verhandlungsrunden, sie sind alle gescheitert. Vor 2 Jahren wurde diese Tarifkampagne ins Leben gerufen und da es zu keinem Schluss gekommen ist, zu keinem fairen, befinden wir uns jetzt seit Januar im Streik. Wir hatten bisher 8 Streiktage hinter uns und werden wohl auch weiterhin noch Druck aufbauen müssen und mehr mobilisieren müssen, damit wir einen fairen Tarifvertrag bekommen. Dafür wollen wir auch noch mehr an die Studierenden plädieren, dass sie sich unserem Kampf anschließen. Schließlich sind ihre Studienbedingungen unsere Arbeitsbedingungen und es geht uns alle etwas an, dass wir bessere Verhältnisse an der Uni schaffen. Wir finden auch, dass es eine Unverschämtheit ist von den Berliner Hochschulen, dass sie Beschäftigte, die gleichzeitig an der Uni studieren, nicht genug bezahlen, sodass sie ihr Studium unter einen Hut bekommen und gleichzeitig ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Was umso skandalöser ist, sind die Berliner Hochschulverträge, die 2010 abgeschlossen wurden. In diesen Hochschulverträgen haben sich die Unis dazu verpflichtet, unsere Gehälter jedes Jahr 2-3% zu erhöhen. Aber sie haben es nicht gemacht, obwohl sie dafür Geld bekommen haben vom Berliner Senat. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Haushaltslöcher gestopft, ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil wir können unsere Mieten nicht mehr bezahlen, ja. Und wir wollen einfach fair bezahlt werden. Deswegen fordern wir momentan 14 Euro Lohn. Die 14 Euro entstehen dahingehend. Danke. Die sind einfach nur der Inflationsausgleich von 30%. Da ist noch nicht mal mit eingerechnet, dass die Mieten extrem steigen. Gegen dieses Problem hat sich ja auch schon Protest geregt. Also es gab vor kurzem ja die Stopp die Mietenwahnsinn-Demo hier in Berlin, wo wir auch mit einem Blog von TV Stutt dabei waren. Eine unserer wichtigsten Forderungen ist jetzt die Ankopplung an den TVL. TVL bedeutet Tarifvertrag der Länder. Also wir wollen eine Ankopplung an die Gehälter des öffentlichen Dienstes. Warum? Ganz einfach, weil wir Tätigkeiten machen, die dem öffentlichen Dienst entsprechen an den Unis. Wir sind maßgeblich daran beteiligt als Tutorinnen, als Kräfte, die den Profs und Professorinnen zuarbeiten, die in den Computerbereichen, in den Computereinrichtungen arbeiten und so weiter und so fort. Also wir machen Tätigkeiten des öffentlichen Dienstes, werden aber nicht danach bezahlt. Das heißt, wir sind Beschäftigte zweiter Klasse an den Berliner Hochschulen und dagegen wollen wir uns auflehnen. Ja, was jetzt auch ganz wichtig ist, ist, dass wir keinen faulen Kompromiss eingehen. Also wir wollen keine Ankopplung an den TVL erst 2022, wenn dann die Unis wieder irgendwelche Schlupflöcher finden, um uns doch nicht diese Anbindung zu geben. Nein, wir müssen jetzt eine TVL-Anbindung erkämpfen. Und eigentlich der wichtigste Grund dieser Anbindung ist, dass nicht wieder ein Lohnverfall von 17 Jahren zustande kommt. Das ist einfach ein Skandal, ja. Und mit dieser Anbindung werden unsere Gehälter dann an die des öffentlichen Dienstes angepasst und unsere Gehälter 1-3% dann erhöht. So, jetzt die Frage,
was hat unser Streik eigentlich mit Abtreibung zu tun? Ja, was machen wir hier? Wieso haben wir hier diese Veranstaltung organisiert? Unsere Tarifkampagne ist nicht nur eine Kampagne, dass jetzt eine bestimmte Berufsgruppe mehr Geld bekommt, mehr Lohn bekommt, sondern unsere Kampagne richtet sich auch gegen Prekarisierung, was ein berlinweites Phänomen ist, ein deutschlandweites, ein globales Phänomen. Und wenn wir über Prekarisierung sprechen, also über schlechte Arbeitsverhältnisse, über wenig Geld, das sich natürlich dann auch negativ auf unser Privatleben auswirkt, auf unsere Lebensverhältnisse, dann dürfen wir nicht vergessen, wie Lilly schon gesagt hat, dass die Situation für prekär beschäftigte Frauen eine andere ist als für prekär beschäftigte Männer, weil wir noch sexistischer Diskriminierung ausgesetzt sind, die sich dahingehend äußert, dass wir auch später weniger Geld verdienen, dass wir weniger Aufstiegsmöglichkeit haben, dass wir sexueller Belästigung ausgesetzt sind, was ein riesiges Problem ist, was alle, die hier sitzen, alle Frauen auch gut kennen. Und ja, es äußert sich unter anderem auch darin, dass es ungerechte Gesetzgebungen gibt, wie die der Paragraphen 218, 219a. Es ist wirklich eine Unverschämtheit, wie diese Debatte in Deutschland geführt wird, als ob wir Frauen irgendwie vor uns selbst oder vor anderen beschützt werden müssten, als ob wir nicht selbst über uns bestimmen könnten und über unsere Körper. Es wird massiv erschwert durch Gesetze, die von alten weißen Männern geschrieben wurden und die auf die NS-Zeit zurückgehen. Also es ist ein Gesetz, was in seiner ursprünglichen Form 1933 verfasst wurde. Also geht's eigentlich noch. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute heute hier sind und wie viele sich für das Thema interessieren, dann gibt mir das Mut, dass wir gemeinsam für die Abschaffung dieser Paragraphen kämpfen und dass wir uns das definitiv nicht weiter bieten lassen, so behandelt zu werden als Frauen. Ja, und jetzt möchte ich noch über Streiks reden, auch als wirksames Mittel und als mögliche Organisationsform von Frauen. Also wir haben ja gerade das Video gesehen, das wir bekommen haben aus dem spanischen Staat. Dort wurde der 8. März auch von den Gewerkschaften zu einem Streiktag erklärt. Es wurde zum Streik aufgerufen und viele Frauen und Feministinnen haben den 8. März dort Wochen und Monate lang vorbereitet und auch mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet. Und momentan, wie halt Arbeitskämpfe noch geführt werden, ist es wichtig, dass wir mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten, damit wir einen legalen und offiziellen Rahmen haben. Aber es ist auch wichtig, dass wir eine feministische Agenda in die Gewerkschaften und in die Arbeitskämpfe bringen, damit es nicht weiterhin so passiert, wie es jetzt oft der Fall ist, dass aufgrund männlich dominierter und sexistischer Strukturen Entscheidungen getroffen werden über die Köpfe der Basis hinweg. Das dürfen wir so nicht zulassen und deshalb ist es wichtig, dass wir Arbeitskämpfe feministisch führen. Das bedeutet nämlich, sie gleichberechtigend zu führen, sie basisdemokratisch zu führen, sie transparent zu führen und auch inklusiv, dass alle sich beteiligen, dass alle die Möglichkeit haben, was zu sagen, sich einzubringen und dass die Strukturen einfach fair und transparent sind. Und ja, also ich bin gespannt, was sich heute über diese Veranstaltung hinaus ergibt. Ich würde mich auch mega freuen, wenn wir nächstes Jahr am 8. März auch einen Streiktag für alle Frauen hätten, denn unsere Arbeitskraft niederzulegen ist einfach ein mächtiges Mittel, um unsere Rechte einzufordern. Danke.